herzlich willkommen. Ich darf Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Hansa-Heimspiel gegen den KfC Uerdingen. Endstand 1:1. Wie immer, und so ist es auch im letzten Heimspiel der Saison, hat bei uns der Gästetrainer Heiko Vogel, den ich jetzt begrüßen darf. Das erste Wort, Ihr Statement bitte. Ja, danke. Ich glaube, wir waren ein guter Gast, eine gute Teilung und noch ein gutes Spiel geliefert. Wir waren ein Part von diesem guten Spiel. Haben natürlich 10 Minuten gebraucht, um die Bussitze aus dem Haus zu laufen. Haben das ganz gut gemacht. Kriegen nach einer Standards 1:0, kommen aber zurück. Zweite Halbzeit sind wir besser ins Spiel gekommen und danach war es ein offener Schlagabtausch mit dem Lucky Punch auf beiden Seiten. Insofern glaube ich, dass das Spiel auch keinen Sieger verdient hätte, sondern als Sieger, glaube ich, sind die Zuschauer heimgegangen. Tolle Stadion, tolle Atmosphäre. Muss ich sagen, Drittliga-Fußball ist so, was man gut. Herzlichen Dank. Jens, dein Fazit. Ja, wir sind natürlich ein Stück weit enttäuscht und wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen. Ich denke, wir sind sehr mutig da auch rangegangen. Hinten auch dann teilweise Mann gegen Mann gespielt. Ich fand, dass wir eigentlich ganz gut drin waren und ein bisschen uns reingearbeitet haben in das Spiel. So ein paar Halbsituationen hatten, dann mit dem Standort in Führung ging. Und dann haben wir eine Viertelstunde hingelegt, wo wir das Spiel so ein Stück Spaß haben geht. Normalerweise mit dieser Führung ein bisschen sicher stehen. Wir haben dann ein paar Kontersituationen ganz schlampig ausgespielt und haben dann uns selber in Schwierigkeiten gebracht und an dem Grünen war dann halt das Gegentor und das 1:1, weil da hatte Uerdingen ja schon 3-4 Situationen vorher, wo man dann eigentlich ein bisschen, wo die Alarmglocken eigentlich angehen müssten bei den Jungs. Wir sind mal von der Schippe gesprungen, jetzt aber nochmal, wenn es dann die Halbzeit erstmal reingehen mit der Führung, die haben wir dann hergegeben und dann zu der Halbzeit denke ich, dass wir schon weiter versucht haben, nach vorne zu spielen, alles investiert haben. Natürlich mit den Leuten, die dann Uerdingen vorne hatten, mit dem Tempo, kannst du nicht alles sauber wegverteidigen. Aber ich denke, dass wir schon in Summe die besseren Möglichkeiten hatten, um das Spiel dann am Ende für uns zu entscheiden. Und das ist uns nicht gelungen. Von der Seite her müssen wir schon noch sagen, dass es ein bisschen ein Spiegelbild der Saison ist, dass wir viel investieren. Auch hier eine gute Mannschaft gegen eine gute Mannschaft. Offen halten, Chancen uns rausspielen und dann am Ende auch nicht nach Hause bringen. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zu einer Mannschaft, die jetzt vielleicht aufgestiegen ist oder die oben steht und aufsteigen kann, die dann halt so eine Spieler, die dann spitz auf Knopf sind, aber im Endeffekt in ihre Richtung drehen. Und das ist uns gerade zu Hause eben nicht gelungen und heute eben auch nicht. Und von der Seite her müssen wir mit dem Punkt leben. Wenn es dumm läuft, dann macht Uerdingen aus den Situationen, die sie dann haben, in der zweiten Halbzeit noch eins. Erste das Spiel noch, das wäre extrem ärgerlich gewesen. Weil es für die Jungs, die heute verabschiedet worden sind, ist es natürlich immer gut, wenn die Atmosphäre im Stadion dann nach dem Spiel so ist, dass die locker und gelöst ist und es geht am besten, wenn man das Spiel gewonnen hat. Das ist uns nicht gelungen, aber wir haben es zum Glück eben doch nicht verloren. So, von der Seite haben wir das alles auch noch ordentlich über die Bühne gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank, Jens. Das letzte Mal in dieser Saison die Chance, hier im Ostseestadion im Presseraum eine Frage zu stellen an den Trainer. Sollte dies der Fall sein, sollte der Bedarf bestehen, reicht ein kurzes Handzeichen, dann sind wir mit dem Mikro da. Nutzt keine die Chance. Dann wünsche ich trotzdem ein schönes Wochenende und möchte auch an dieser Stelle mich im Namen des gesamten Vereins, unseren Sponsoren, Partnern, Fans, Mitgliedern, Dauerkarteninhabern für die Unterstützung in dieser Saison bedanken. Ja, und wir freuen uns schon auf die kommende Saison. Wünschen den Gästen eine gute Heimfahrt und alles Gute auch für das letzte Spiel. Danke.